Hallo liebe Freunde, ich bin hier in Kfar Aza, das Kibbutz, das am 7. Oktober von der Hamas überfallen worden ist. 56 Menschen starben hier unter grausamsten Umständen, speziell hier an dem Ort, an dem junge Erwachsene eben gelebt haben. Kfar Aza hat eben auch Ausbildungsorte gehabt und gerade die jungen Leute, 20-Jährige, 25-Jährige, ich habe die Häuser gesehen, die zerstört worden sind von Granaten, die Menschen, die umgebracht, getötet wurden unter qualvollsten Umständen. Es waren ungefähr 300 Terroristen, die hier eingefallen sind in Kfar Aza. Und sie haben, so erklärte uns der Führer, der uns hier durchgeführt hat, sich die Zeit genommen, als ob sie selber Terroristen gewesen wären, hatten alle Zeit der Welt, die Menschen umzubringen, zu quälen. Fürchterliche Geschichten, die wir gehört haben. Hinter mir ist Gaza und wir hören, während wir hier sind, hören wir die MG-Salven und hören genauso auch die Kanonenschläge und was alles passiert hier. Gleichzeitig ist ein Ort, der was viel leergeräumt ist an vielen Orten und an dem man sich wundert, was hier an schrecklichen Dingen passiert ist. Israel ist traumatisiert und sie wollen, dass wir diese Geschichte erzählen. Das wollen wir auch. Das war keine spontane Aktion, sondern es war sorgsam vorbereitet. Das heißt, die Terroristen wussten genau, wo die führenden Streitkräfte, die führenden Verteidigungskräfte hier in Kfar Aza waren. Sie haben sie sofort umgebracht, eliminiert. Sie wussten, welche Plätze sie besetzen sollten, sind von 6 Seiten eingefallen hier. Und ja, Kfar Aza ist leer, es steht leer, es wohnen hier keine Menschen mehr, aber es ist ein Ort, in dem wir die Geschichte erzählen müssen und deswegen sind wir hier. Wir wollen keinen spektakulären Tourismus haben, aber wir müssen diese Geschichte weiter erzählen, weil das ist das, was unsere israelischen Freunde wollen und was ihnen so wichtig ist, was wir gerne tun wollen. So, ich grüße euch ganz, ganz herzlich von hier aus und wir erzählen euch weiter, was heute passieren wird.